So, herzlich willkommen beim Wettlauf mit der Zeit. Ja, bei The Witcher 2. Ohne die Ausrüstung des Frevlers, die gehen wir nämlich irgendwie auf den Sack. Oh, sind immer viele drauf gegangen. Sind aber eher welche von den Spezialverbänden drauf gegangen. Im Verhältnis. Nach der. Verflixt nochmal. Nee, weil. Das ist der Nachteil, wenn man es einfach zufällig entscheiden lässt, das Spiel. Ich habe ja nichts geklickt, ich habe halt einfach nur Geralt mach. Weil ich habe echt keine Ahnung, ich will eigentlich überhaupt keinem von beiden helfen. Die sollen bitte mal aufhören, sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Tun sie aber nicht. Von daher, was soll's. Naja, und der Zufall, obwohl er zweimal dran war, von daher frage ich mich irgendwie, ob es was damit zu tun hatte, dass ich den Mauszeiger über der ersten Möglichkeit gehalten habe. Kann ja sein. Na? Ernsthaft? 10 Sekunden. 10 Sekunden hat er gebraucht, um zu registrieren, dass ich die linke Maustaste gedrückt habe. Was ist denn da los? So. Jedenfalls ohne die Ausrüstung des Frevlers. Macht das sowieso keiner drin. Nämlich weil die mir, wie gesagt, schon auf den Sack gegangen ist. Einfach allein deswegen, ich meine, sie ist vielleicht ganz gut, ist aber schweineteuer, echt. Also das ist schon echt. Upsala, da war ja was. Ist echt zu teuer. Die ist auch gut, aber halt nicht so gut. Was ganz sind, ist die Vitalitätsregeneration, die man kriegt, wenn man jemanden einen überzieht. Aber ich meine, so wie ich kämpfe, entweder ich schaff's oder ich gehe dabei drauf. Und da nützt mir eine total gute Rüstung auch nicht so viel. Ich meine schon, aber wenn ich da mal verkacke, dann verkacke ich halt meistens derartig, dass man auch die Rüstung wegschmeißen kann. Das Schwert war ganz nett, aber man kann es halt nicht gescheit aufwerten. Das ist halt der Nachteil. So, wo war hier jetzt die Tür? Hallo? Tür? Habe ich die gerade übersehen? Gibt's ja gar nicht. Hm, da ist sie ja. Speichern wir mal. Ich meine, Leto. Ach ja, stimmt. Leto wollte ja Triss entführen. Das müssen wir natürlich verhindern, aber ich glaube, wir sind zu spät. Und vor allem ist sie jetzt gerade total schwarz. Was geht's los? Oh, hallo. Warum hat es jetzt so lange gebraucht? Oh, das ist noch der Macht. Stimmt ja. Hui. Ein Unwetter zieht auf. Sieh dich vor, Hexer. Naja, es geht. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Hätte ich nicht das Schwert ziehen sollen. Okay, hier ist anscheinend ein Problem wahrscheinlich, oder? Wir sind ja gerade im Allerlinksviertel. Ach, Jemine. Was ist denn hier passiert? Cat, sei gegrüßt. Okay, das juckt euch nicht, wie es scheint. Gut. Was haben wir gelernt? Wenn es ein Pogrom gibt, schön im Haus bleiben, hoffen, dass sie es nicht anzünden, ein Messer nehmen und der Erste, der reinkommt, wird niedergestochen. Es sei denn, er gehört zu einem. Okay, hier kann ich wohl kein... ich könnte Bernard Loredo mal fragen, was zur Hölle hier los ist. Hallo, ihr Arschkampen. Nee, es macht doch nichts aus. Oh, ich kenne sogar einen. Freundlich. Was ist hier los? Ich soll dir ja zu schenken, aber ich glaube, das ist eh schon wurscht. Hallo, Herr Loredo. Was gibt es? Ich habe den Kairan erlegt. Ich habe ihn mit Sheela ans Ufer gezerrt, ihn unter eine Brücke gequetscht und dann in die Luft gejagt. Das habe ich gehört. Dann lässt du Rittersporn und Soltan jetzt frei? Ja, wie verabredet. Das kam ja unerwartet.
Hallo. Viel Glück, Hexer. Danke, ich weiß immer noch nicht, woher ich dich kenne. Warst du ein Alchemist der Salamandra? Kann das sein? Aber ich dachte, es wäre ein Zwerg gewesen. Verschlossen. So. Unfair. Gut. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne mal wissen, was zur Hölle hier eigentlich los ist. Okay, Schwertziehen war anscheinend echt eine Profi-Idee. Hätte ich mir auch denken können, aber ich wollte es lieber da haben. Bevor mich jemand einfach so angreift. Hallo. Hörst du mich auch jetzt an? Ihr spawnt hier anscheinend nach. Hallo, du Mistkerl. Damit haust du keinen vom Hocker. Okay. Schwerziehen oder nicht schwerziehen? Das war Quinn. Hey, ich hab doch nur hier... Ach du Mistkerl. Seid ihr dafür hier verantwortlich? Ich wollte eigentlich nur das Feuer ausmachen. Manchmal denke ich auch nicht nach, oder? Ich meine, ich weiß jetzt, um Zeichen wirken muss ich das Schwert anscheinend ziehen. Dann kann er mich auch hinter der Tür sehen, anscheinend. Naja. Der ist weg, der Schreiber. Okay. Die von der Zunft wollten doch da was machen, ne? Weil der Schmied sich den nicht angeschlossen hat. Hallo, ihr Arschkrampen. Ja, hier ist doch gar keiner. Die Götter werden dir zürnen. Was ist hier los, bitte? Waren viel zu gut zu euch an der Länge. Gemästet haben wir euch mit unserer Plackerei. Ich glaube, da werden ein paar von den Arschlöchern dran glauben müssen. Guckt mal, Leute, da ist noch so ein Widerboots. Was willst du hier? Lass mich kurz die Ärmel auseinander. Hoch, naja. Umbringen, freundlich ermahnen oder Axi wirken? Axi wirken. Lasst den Zwerg, er hat euch nichts getan. Stimmt, das ist unser Nachbar. Leute, wir sollten nach Hause gehen. Dank, Hexer. Der Tod hatte mir schon die Hand gereicht. Versteck dich, die Leute sind verrückt geworden. Noch ein paar solche Arschkrampen. Hallo. Wieso zur Hölle hat er jetzt den angewählt? Da sammeln wir noch Kräuter. Gibt es hier noch ein paar, die unbedingt einen aufs Maul wollen? Ich weiß, wie viel Mist genauso an wie die Kerle, die sowas abziehen. Aber... ich glaube, hier kann ich nicht helfen. Sieht jedenfalls nicht so aus. Woher kommen denn die Brandpfeile? Okay. Ich weiß nicht, die meisten scheinen von hier zu kommen. Und ein paar scheinen von hier zu kommen. Ich glaube, hier kann ich nicht weiterhelfen. Ich habe wenigstens den einen gerettet. Hey, ihr Spacken, hier soll doch irgendwo ein Ludwig Merse sein. Hat der irgendwas Hilfreiches zu bieten? Wir kommen einfach zu spät.
davon kann ich ein Lied singen. Okay. Adieu. Ups. Gut, wieder hier runter. Naja, so ist es halt mit den Menschen manchmal. Ihr ermordet Unschuldige! Rittersporn? Unschuldige? Stinkende Anderlinge wie er erschlagen uns in den Wäldern. Scher dich weg, du Leierkasten. Sonst lassen wir dir die Luft mit der Klinge raus. Ich war gerade kurz am Überlegen, ob die unten oder drinnen sind. Anscheinend sind sie... Und jetzt, ihr guten Leute, kehrt ihr in eure Häuser zurück. Sonst gibt es... Nein, Rittersporn, nein, nein! Oh Gott. Es kann leider werden. Oh. Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn! Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen. Einschüchtern, wieder zaubern oder hier nicht das Blut dieser Elfen. Das ist wieder Kampf, das ist doof. Nehmen wir nochmal das zur Abwechslung. Krieg dich ein, dann kannst du vielleicht noch ein. Also, was ist nun? Irgendwann findet dich einer, der besser ist als du. Wechselbalg. Bonn hatte schon tot. Euer Glück, ihr elfischen Schweinehunde. Aber wir erwischen euch noch. Kommt, Leute. Danke, Grimblade. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Befehlshaber brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Soll ich jetzt nochmal neu laden und es auf die Axi-Version versuchen? Weißt du was? Das Einschüchtern war ja eher mau. Ich meine, wenn sie sagen, na kommen wir später nochmal, das ist ja nicht so gut. Juhu, jetzt haben wir wieder ein Stuntscreen. Dankeschön fürs Schnellladen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt erwartet, er schüchtert sie derart ein. Ihr ermordet Unschuldige! Dass sie es irgendwie ansatzweise verstehen. Geralt! So, dann nehmen wir. Das ist immer, glaube ich. Immer noch, glaube ich, der Kampf. Diese Elfen haben mit dem Tod deines Sohnes nichts zu tun. Ihr Blut wird nicht vergossen. Wenn ich es mir recht überlege, ihr habt hier nichts zu suchen, Leute. Geht nach Hause. Danke, Gwynblade. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Diese... So, das ist besser gewesen. Dass wir noch ansatzweise überreden dabei. Das ist meistens nachhaltiger als bloßes Einschüchtern. Ja, das ist irgendwie klar, warum die Garnison nichts tut, aber egal, fragen wir es trotzdem. Warum unternehmen die Wachen nichts? Ihre Kameraden wurden von Eichhörnchen erschlagen und Loredos Befehl zum Eingreifen fehlt. Wie konnte es zu diesem Pogrom kommen? Angeblich ist das die Rache für die Soldaten, die mit Roche gezogen sind. Aber das waren Halunken, von Loredo bezahlt und von keinem beweint. Jedenfalls sind spontane Unruhen ausgebrochen. Loredo guckt zu und mimt den Unschuldigen, aber es sind seine Spirren, die die Leute aufstacheln. An der Spitze der Meute sah ich Soldaten in Zivil. Naja, du kannst ihm nichts beweisen. Das habe ich auch nicht vor. Ja, herzlich willkommen in der Politik, nebenbei bemerkt. Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Mhm. Die wollte also kommunizieren. Interessant. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Rittersporn. Komm. Vor dem ist auch nichts sicher. Hallo, wer bist du eigentlich? Ich grüße dich. Gut, ich dich auch.
Ist hier unten irgendwas noch lebendig? Ansatzweise? Ja, du Arschloch. Tänzchen gefällig? Okay. Auch niemand da. Hier lebt auch keiner mehr. Der Mönch ist noch da. Spielt er immer noch Würfelpoker? Wir haben uns... Ja. Hä, die haben ja noch jemanden anderen erschlagen. Wahrscheinlich jemanden, der eingreifen wollte. Die Menschen sind manchmal echt unfassbar... Ist schon was passiert. Ich meine, Leto war garantiert schneller als wir. Ich meine, erstens, wir trödeln hier rum wie so ein Idiot. Zweitens, wir lagen ja... Naja. Hilfe! Wie im Schlachthaus. Die Zeit der Zweifel schwindet schnell. Wo könnte sie nur stecken? Tod! Was ist das denn für ein Sonderling? Das ist dieser Hexer! Schert euch nach Hause, aber sofort. Und wenn wir nicht wollen, verhext du uns dann? Ja. Zeigt's dem Anderling! Oh Gott. Nein! Schau, genau das wollte ich vermeiden. Ah, ich dachte, es wäre überreden. Vielen Dank, Herr. Ich habe die Klinge schon zwischen den Rippen gespürt. Naja, du hast sie tatsächlich zwischen den Rippen. Hey! Nach Niederlagen sucht man Sündenböcke. Passt auf euch auf. In der Faktorei brodelt es weiter. Was sie alles dabei hatten, interessant. Wo ist er jetzt hin? Gut, laden wir. Oder auch nicht. Also manchmal muss ich echt überlegen, Komm. Was zur Hölle ich bitte mache. Wie im Schlachthaus. Die Zeit der Zweifel schwindet schnell. Wo könnte sie nur stecken? Ich natürlich jetzt ganz schnell nach oben und verhindern, dass Leto sie entführt, falls sie noch kämpft. Aber ich glaube, sterben kann ich dir hier auch nicht lassen. Was ist das denn für ein Sonn... Lasst sie in Ruhe. Sie hat... Mensch, das sind doch unsere Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. Vielen Dank, Herr. Ich habe die Klinge schon zwischen den Rippen gespürt. Wir haben ihnen überhaupt nichts getan. Wie können sie? Nach Niederlagen sucht man Sündenböcke. Passt auf euch auf. In der Faktorei brodelt es weiter. So sind halt einige Menschen. Hier war doch vorher noch ein blauer Streifen. Wo ist er denn hin? Ja. Plündern, vergewaltigen, das ist ein Ich verdurste. Leben. Für den Abend muss Schnaps ran. Gut, die sind vielleicht Arschlöcher, aber nicht solche Arschlöcher. Es gibt einen Unterschied zwischen verschiedenen Arschlöchern und mag es kaum glauben. So, jetzt helfen wir Batris. Sheila war das zweite. Das war das hier. Blut. Mit
warnt übrigens. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, da ist ein Loch in der Wand. Das sieht nicht gut aus. Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Ich denke mal, hier ist es sein Blut. Sheilas Leibwache. Genickbruch. Wunden hat er keine. Doch, es nicht sein Blut. Sein es Blut. Ist rein, hat dem Leibwächter den Hals umgedreht und sich anschließend verletzt. Nee, das ist Quatsch. Mhm. Okay. Leto? Vielleicht hat's den hier erwischt. Was für ein Durcheinander. Alles im Chaos. Jemand hat hier nicht viel Federlesen gemacht. Verstehe ich nicht. Hier muss noch jemand gewesen sein. Rittersporn, sieh mal. Was ist denn das? Das ist ein Guckloch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Ja, und eine ihrer Huren ist wahrscheinlich tot oder verletzt. Geralt von Riva. Wer hat das gerade gesagt? Ist doch gerade irgendjemand? Hä? Gut, das übersteigt jetzt mein Verstand. Wir haben geschlossen. Kommt später wieder. Sie haben mir ein Mädchen getötet. Das ist Dere. Geralt, das war Ihre Kammer. Was ist geschehen? Sie haben sie umgebracht. Gestern mochten sie sie noch, tranken Wein mit ihr, sagten ihr, wie hübsch sie sei. Heute sind sie zu fünft gekommen, im Blutrausch, mit hässlichen Flüchen auf den Lippen. Hatte sie gerade einen Kunden? Nein, sie war bei mir. Was glotzt ihr so? Ich wollte sie beruhigen, trösten. Das geht uns nichts an. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, was in der Kammer nebenan geschehen ist. Ich habe das Guckloch gefunden, aber ihr wart beschäftigt. Das waren wir, bis wir das Gespräch hinter der Wand bemerkten. Sonst hat Sheila immer einen Zauber geworfen, dass man nichts hören oder sehen konnte. Aber diesmal nicht. Wir haben gespäht. Ich sah die rothaarige Zauberin und Cedric, unser versoffenes Ex-Eichhörnchen. Die rothaarige trat vor den magischen Spiegel und sagte... Wollen sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hat. Sie meinte Sheila. Das war sogar mir klar. Die Rothaarige fuchtelte und rief ein Zauberwort. Darauf erschien ein Mann in der Kammer. Er sah so schlimm aus, dass Dere aufschrie. Als ich sie weggeschubst hatte, war noch jemand im Zimmer. Eine Frau. Triss nannte sie Philippa. Grüß dich, Philippa. Triss, hübsch siehst du aus. Mhm, und weiter? Was treibst du da mit Sheilas Megaskop? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre. Da könntest du sie auch gleich um ihre Zahnbürste bitten. Sie weiß nichts davon. Unwichtig, unwichtig. Die Generalin, hallo Cedric, wichtiger. Worüber hast du mit Sheila gesprochen? Ist das nicht klar? Zwei Herrscher des Nordens sind tot. Wir haben über die Entwicklung der Ereignisse geredet. In Temerien herrscht Chaos. Ich habe meinen Einfluss verloren. Der Frieden, den ich mühsam in all der Zeit aufgebaut habe, ist dahin. Was wollt ihr tun? Was hat die Loge beschlossen? Schließlich wurde sie geschaffen, um die Interessen der Magie zu wahren. Wir passen uns der neuen Ordnung an und nutzen die Situation. Aha. 5 Jahre Arbeit umsonst. Der zintrische Frieden hängt am seidenen Faden. In Temerien steht ein Bürgerkrieg bevor. Was gibt's da zu nutzen? Die Urheber müssen gefunden und bestraft werden. Nun komm mal wieder runter, Rotznase. Mangoldschale und Politik. Das eine soll man so kalt genießen wie das andere. Kalkulieren.
nicht von Emotionen hinreißen lassen. Voltest machen wir nicht wieder lebendig. Hör auf, dich als Rächerin aufzuspielen. Wir müssen klug und überlegt handeln. Die Lage nutzen. Verstehst du? Dann hilf mir wenigstens, den Hexer zu entlasten. Hör endlich auf, mit der Muschi zu denken und reiß dich zusammen. Der Hexer kommt schon zurecht. Nett, Philippa. Also die Lage nutzen soll wohl heißen, Macht an sich reißen, oder? Was denn sonst? Weißt du was von oben nach unten? Denkst du, dieses Mädchen... Saskia, die Drachentöterin. Sie soll den Drachen besiegt haben. Kann sie Henselt widerstehen? Schwierig. Aber das Mädchen hat schon andere Wunder vollbracht. Dann ist der Krieg unvermeidlich? Henselt kann man nicht umstimmen. Loredo? Sheila ist hier immer noch eine aus Kovir. Was macht sie also mit jemandem von Catwin? Oder mit jemandem, der für Catwin Sympathie aufbringt, drücken wir so aus. Als andere Ausdruck zu Catwin geil sein? Was will Sheila in Flotsam? Das ist delikat. Henselt hasst Zauberinnen, aber wir brauchen jemanden an seinem Hof. Ich weiß. Sein einziger Sohn fand vor 3 Jahren bei einem Jagdunfall sein Schicksal. Einen weiteren Erben konnte der König nicht zeugen, so sehr er sich auch abgerackert hat. Sheila behauptet, sie könne die schlappe Rute des Monarchen wieder erstrammen lassen. Mit sehr seltenen Ingredienzen. Die sie sich aus dem Kairan holen will. Genau. Und dann wird wieder eine Zauberin zur Rechten des Königs sitzen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Ich hab's ja geahnt, dass wir nicht alle Antworten kriegen. Ritterschmutz, das weiß ich echt nicht, Geralt. Aber so trivial war der Grund, warum Sheila da war. Rittersporn, weißt du, wen sie meint? Wer ist Philippa? Philippa Eilhardt, Zauberin und Beraterin König Radovitz von Redanien. Sie hat die Meisterschaft in der verstunkensten aller Küchen erreicht, in der Politik. Sie ist durch und durch amoralisch, völlig frei von Skrupeln. Einfach sensationell. Ich hörte das Gerücht, sie sei beim redanischen Hof in Ungnade gefallen. Wenn das stimmt, hat sie sicher selbst die Fäden gezogen, weil sie die Stadt verlassen wollte. Also ist sie jetzt nicht mehr in Redanien? Gut. Was ist mit Triss geschehen? Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gespräch gehört, von dem ich dir erzählt habe. Dann sind die Mörder gekommen. Mich haben sie getreten und Dere erstochen. Aber auch nebenan gab es Kampflärm. Die Zauberin hat geschrien. Als die Mörder nach weiteren Opfern suchten, habe ich nach draußen geschaut. Ich glaube, ich habe Cedric gesehen auf dem Weg durch die kleine Gasse zum Wald. Er wankte. Danke, Garvena. Du hast was gut bei mir. Warte, Hexer. Gib Jorvet diesen Brief. Einen Brief? Das sind die Namen von Deres Mördern. Jorvet versteht schon. Spionierst du für Jorvet? Ja, das wissen wir ja schon. Ich helfe ihm von Zeit zu Zeit. Gib ihm einfach den Brief. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Rittersporn, warte hier auf mich. Ich suche Cedric. Das ist Cedrics Blut. Ich werde ihn finden. Wie soll denn hier Cedrics Blut sein? Nochmal Hallo Blut. Hallo Blut? Wo geht's jetzt lang? Da. Blut. 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 Ein bisschen viel Blut, ehrlich gesagt. Wann jetzt? Verflixt. Oh, hallo. Bist du Cedric? Noch ein Opfer des Pogroms. Ich muss weitersuchen. Verdammt. Falsche Richtung anscheinend. Gut, wieder zurück. Na Blut, na Blut. Und jetzt? Na.
Das ist nicht Cedric. Ich weiß. Ups. Gut, ich wollte eigentlich nachschauen, ob wir noch was dabei haben. Ja, ich meine. Gut, zweimal die falsche Richtung. Die nächste muss aber richtig sein. Wahrscheinlich einfach da raus, oder? Hey, klappt wieder durch. Cedric, wo bist du? Ich weiß, Tarnkatze. Pass auf dich auf! Das Medaillon hilft aber auch weiter. Ach, was soll's. Wir haben sowieso genug Tränke. Also genug Katzentränke. Nämlich ein halbes Dutzend aus irgendwelchen Gründen. Ich habe echt keine Ahnung warum. Ich habe nie Katze hergestellt. Und von Nuggetsch 1 hatte ich nur, ich glaube, 2. Also warum soll ich jetzt ein halbes Dutzend davon? Ui, Igitt, was ist das denn? No. Boah. Das sehe ich ganz schön. Oh, hallo Cedric. Ist doch nicht Cedric. Noch mehr Blut. Blut. Ah, da war was. Ein Raum. Gut. Wohin jetzt? Wohin läuft der denn? Links oder rechts? Nehmen wir mal rechts. Ein Mensch. Ich muss zurück auf den Weg. Er blutet stark. Ich muss mich beeilen. Ja, das sagst du einfach. Ich darf jetzt wohl nicht nochmal falsch laufen. Er wird langsamer und schwächer. Kann nicht weit sein. Die Skoyatel. Dieser Bauer führt mich nicht mehr zu Cedric. Verdammt. Falsch gelaufen. Weißend? Cadmill, Gwynblade, keine Schmerzen mehr. Wollte immer unter Bäumen sterben. Was ist geschehen, Cedric? Triss bat mich um Hilfe. Ich hab den Deune an der Tür getötet. Wir sind rein. Hab noch einen Deune getötet. Ich weiß. Wo ist Triss? Was ist passiert? Ein Hexer ist gekommen. Hat sich auf uns gestürzt. Ich wollte Triss verteidigen. Er war schnell. Zu schnell für mich. Er schlug Triss, ehe sie zaubern konnte. Wusste, wie man Zauberern beikommt. Sie musste das Megaskop anwerfen. Er wollte nach Edirn, zur Zwergensiedlung Wergen. Triss sagte, das sei Wahnsinn ohne Koordinaten. Er guckte sie nur an und befahl ihr, sich anzustrengen, weil sie zuerst gehen würde. Und er hinter ihr. Dann, ich weiß nichts mehr. Sie waren weg, als ich wieder erwachte. Ich wusste, dass ich sterbe. Der Wald rief nach mir. Warum, Cedric? Warum hast du dich da eingemischt? Und du? Es gibt Dinge, die man tun muss. Ich habe Visionen. Wusstest du das? Darum habe ich gesoffen. Das half. Dieser Nebel. Darin sah ich nichts mehr. Ruhig, Cedric. Aber jetzt ist der Nebel weg. Ich sehe klar. Du brauchst dein Gedächtnis zurück, damit du verstehst, wer die gekrönten Deune tötet und warum. Wie kann ich das schaffen? Geh nach Edirn. An einen Ort, der verseucht ist mit schwarzer Magie. Wo die Geister Schlachten schlagen. Rette ihre Seelen und du erinnerst dich. Hallo? Was geht hier vor? Der Wald. Ich spüre seine Gegenwart.
Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. Wafail, Gwynblade. Lebt wohl. Geralt, wo hast du gesteckt? Dieser Königsmörder, verdammt, um Haaresbreite. Er ist entkommen? Hat sich nach Edirn teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße. Roche sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Skoyatel haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Was hat Roche vor? Er hat über Loredo gewettert, also geht es wohl um den. Muss wichtig sein. Was wollen die Skoyatel? Die haben die Barke im Visier und dafür brauchen sie dich. Seit wann hältst du es mit den Skoyatel? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Naja, und der Tijikstra hast du es eigentlich nicht. Aber der ist hier weg. Ist abgehauen. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Das mit Drakenbock nicht, aber das mit Dijikstra und dem Estherat von Thyssen. Also unter Dijikstra war das Drakenbock einigermaßen. Naja, nett kann man es nicht nennen, aber einigermaßen gerecht. Ich rede mit Ihnen. Vielleicht erweisen sich Roche oder die Skoyatel ausnahmsweise mal als nützlich. Lass mich raten, ich muss mich entscheiden. Scheideweg Skoyatel. Ah, toll. So, was läuft mit der Zeit? Oh, der arme Cedric. Verteilen wir erstmal den Punkt. Das kann auch wie lustig werden. Speichern, weißt du was? Mit den Skoyatel oder mit Roche? Also Roche ist eigentlich ziemlich gut drauf eigentlich. Axi-Zeichen? A-Zeichen. Naja, brauchen wir eigentlich nicht. Zeichen Schaden auch nicht. Was gibt's denn, wenn es... Energie plus 1. Ja, hervorragend. Das behalten wir gleich. Noch, ich will eigentlich das hier oben anwählen. Das wird dann wahrscheinlich noch besser. Aber das ist eigentlich auch ganz gut. Energieaufwand, Schadensreduktion, Energieregeneration im Kampf. Das ist natürlich auch nett. Aber mehr Energie ist immer gut. Dich eigentlich irgendwie begraben? Nee. Wir können dich berauben, aber wir können dich nicht begraben. Verstärkte Schuhe. Danke. Elfenrüstung. Ach, Krakengehalt, Vitalität. Na, ah, die Tragkraft ist ganz nett. Ja. Nichts für Unmut, Cedric. Oder Roche. Ich kann natürlich jetzt eine Abstimmung machen, aber dadurch, dass ich immer vorproduziere, kann das ewig dauern. Ich sag mich mit Jorvind bei den Elfenruinen treffen. Ne?
kann ja beides zeigen. Stimmt auch wieder. Aber wahrscheinlich geht es dann zu zwei unterschiedlichen Gebieten. Beim letzten Durchspielen habe ich, glaube ich, Jorvid geholfen. Aber mit Drosch habe ich, glaube ich, auch mal was angespielt. Ja, Münzwurf wahrscheinlich. Ah, dann mache ich mich nochmal kundig, wieso die Quests und Gebiete sind bei beiden und werfe dann eine Münze. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.